Ja, jetzt ist es soweit. Am Sonntag wird gewählt. Und ich glaube, es wird ein wirklich spannender Wahltag. Wohl oder übel werden viele Menschen ihr Kreuz bei der AfD machen. Und viele andere haben genau davor Angst und wählen jetzt deshalb, tja, was eigentlich? In den letzten Tagen gab es da ganz verschiedene Empfehlungen und einige Stimmen, die sagen, jetzt müsse man unbedingt die Parteien wählen, die auf jeden Fall und ganz sicher in den Bundestag kommen, weil man nur so etwas effektiv gegen die AfD unternehmen kann. Das kommt uns ehrlich gesagt ein bisschen paradox vor. Denn damit wählt man ja genau die Parteien, die das ganze Dilemma mit verursacht haben, die nichts gegen die Spaltung der Gesellschaft unternommen haben, sondern im Gegenteil sie forciert haben und die über Jahre überhaupt die AfD so stark haben werden lassen. Ja, müsste man jetzt nicht tatsächlich nach vorne schauen, nicht so sehr aufs Hier und Heute, sondern auf die Frage, wie können wir mit neuen Ideen und mit neuen Methoden mehr Mitbestimmung ermöglichen und tatsächlich etwas gegen diese Spaltung unserer Gesellschaft unternehmen? Und dafür ist es doch keine gute Idee, jetzt taktisch zu wählen und irgendwie das kleinere Übel zu wählen, sondern da sollte man doch schauen, welche Partei hat tatsächlich neue Lösungen und Ideen, die da zukunftsorientiert etwas bewirken können. Und wenn ihr denkt, dass genau das von Demokratie in Bewegung übernommen werden könnte, dann habt bitte keine Angst, dass eure Stimme an uns verschenkt sein könnte. Das ist sie auf gar keinen Fall. Selbst wenn wir jetzt nicht über die 5%-Hürde kommen, dann bringt uns eure Stimme Folgendes: mehr Rückenwind, mehr mediale Öffentlichkeit, mehr Mitglieder und mehr Geld. Denn ab 0,5% schon kommt man in die staatliche Parteienfinanzierung. So, dann würde ich sagen, bleibt uns jetzt nur noch der Wunsch an euch, bitte geht wählen und wählt das, was ihr aus vollem Herzen und ganzer Überzeugung wählen könnt.